Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Forza Horizon 4 Multiplayer-Ausgabe. Der nächste PS-Club steht an, der 700 PS-Club. Und mit dabei heute haben wir Andy, Acidburn, Timix, Vince, Stui, Scrax Gaming, Supernoob, Darius, Takoda, Alpin Gecko und H2O. Grüßt euch. Hallo. Hi. Hallo. Bonjour. Hallo. Ja, und anders als beim 100 PS-Club, welchen wir letzte Woche hatten, würde ich sagen, hier stehen nicht unbedingt so wahnsinnig viele Fahrzeuge, die schon diese 700 PS haben. Deswegen gehen wir sie einmal ganz, ganz kurz in der Serie durch und dann gucken wir gleich auch mal drauf, wie sie sich so verändern. Leistungstechnisch auf jeden Fall auf 700 PS und so vielleicht ein bisschen mehr noch. Ja, wir haben ja immer so ein bisschen eine Pufferzone. So, da haben wir einmal einen Carrera, dann einen M5, eine C7 und eine C6 Corvette, dann haben wir noch ein GT3, RS 911er, dann Musilago Super Veloce, ein R34 Nissan Skyline GTR, ein Huracan Performante, ein R8, dann den Mercedes AMG SLK und dann haben wir noch ein R35 GTR am Start. Und ja, das wären alle. Ah nee, da hinten ist ja noch was. So was ganz Kleines, so ein Titan Warrior, hat sich auch noch versteckt. Okay, wunderbar. Dann würde ich aber sagen, das sind die Fahrzeuge. Jetzt hat jeder von uns noch mal kurz 7 Minuten Zeit, das Fahrzeug für den 700 PS-Club ready zu machen. Denn, ja, elitäre Gesellschaft heute im PS-Club heute eben nur Fahrzeuge mit 700 PS und mehr erlaubt. Und dann würde ich sagen, bis gleich. Yo, da sind wir erstmal im Festival und kurz bevor ich auf mein Fahrzeug eingehe, ist es natürlich ein SL65 Black Series, nicht ein SLK, da der SLK ist ein bisschen kleiner natürlich. ich habe mich entschieden, natürlich wieder, ich muss ja der Porsche-Linie treu bleiben und diesmal tatsächlich für mein Baby, ja, der 911 GT3 RS 991.2. Ich werde immer wieder gefragt, was in Real Life mein absolutes Traumfahrzeug ist. Es ist tatsächlich immer noch genau der hier. Ja, im Spiel gefällt er mir nicht so ganz, weil er ein paar Sachen wurden nicht so perfekt umgesetzt, wie ich finde. Auch weil er auch zum Beispiel Sport-Chrono-Paket und so nicht mit drin hat. Ich finde, das gehört einfach dazu bei dem hier. Auch irgendwie das Carbon-Paket finde ich eigentlich ganz geil, was hier auch ein bisschen fehlt. Aber gut, nichtsdestotrotz, er ist auch aerodynamisch nicht so perfekt umgesetzt. Deswegen hier im Spiel ist er nicht unbedingt mein Liebling, aber in Real Life ist er's. Also, ja, aktuell, Ray, sein Traumfahrzeug ist dieser hier. Ja? Und deswegen muss ich den natürlich nehmen, denn ich habe mal geguckt, welche PS-Clubs fehlen denn noch. Neben dem 700 PS-Club ist es noch der 200 PS und der 1000 PS-Club. Und beim 1000 PS-Club habe ich ein anderes Fahrzeug vorzunehmen. Und beim 200 PS-Club passt ja nicht rein. Und ich bin tatsächlich noch kein GT3 RS in den PS-Clubs gefahren. Und dachte ich, okay, wenn nicht jetzt, wann dann? Deswegen notgedrungen jetzt dieses Fahrzeug. Und eigentlich hätte ich gar nicht gerne so viel an dem getunt, aber notgedrungen muss ich jetzt auf 700 PS kommen und dementsprechend machen wir das jetzt mal als erstes. Ich glaube, ich habe mal geguckt im Vorfeld, was ich umbauen muss. Also wir dürfen bis 525 kW tunen. Ich glaube, auf 524 komme ich, wenn ich jetzt die richtigen Teile hier gleich einbaue. Gerade mal kurz gucken. Genau, 524, perfekt. Damit haben wir die Leistung erreicht. Den Rest machen wir vielleicht auch noch rein. Was irgendwie sinnig ist. Also wir gehen jetzt hier einfach in die Vollen. Ja, wenn wir es ändern dürfen, dann machen wir es jetzt halt einfach auch mal komplett verrückt. Ja, wie gesagt, normalerweise würde ich es jetzt nicht so verrückt machen. Normalerweise würde ich kaum was eigentlich ändern wollen an dem Fahrzeug. Ich finde den eigentlich durchaus geil. Vielleicht ein bisschen Leistung rein. Aber ansonsten würde ich das eigentlich tatsächlich lassen. Und vor allem optisch würde ich ihn gern halt in Schwarz haben mit dem Carbon-Paket. Das wäre so eigentlich mein Traum bei dem Fahrzeug. Aber ja gut, wie gesagt, heute nicht. So, hier gehen wir einfach auch mal in die Vollen. Auch Spur können wir ein bisschen vielleicht, ich weiß gar nicht so viel, weiter müssen wir da, glaube ich, gar nicht gehen. Machen wir mal hier so und hinten können wir, glaube ich, machen wir auch mal so, das passt dann schon. Und ansonsten Forza-Flügel machen wir nicht, sonstige Umbauten machen wir auch nicht. Es ist kein Turbo oder sonst was drauf. Ich meine, wir haben die Leistung ja auch schon. Wir könnten natürlich jetzt hier Reifen mit Beschriftung machen. Ja, komm, lass mal Reifen mit Beschriftung machen, weil das, was ich jetzt vorhabe, ist natürlich auch ein bisschen verrückter. Und ist ja auch nicht schlimm, beim PS-Club wird es ja eben im zweiten Teil der Folge ein bisschen verrückt. Deswegen passt das schon. Und zwar, wer sich zurückerinnert hier auf dem Kanal, vor ganz, ganz langer Zeit habe ich mal in Need for Speed in Payback ein Design gemacht für den GT3 RS, noch für den 991.1, also für das Non-Facelift.
Und das Design habe ich dann ausgeweitet. Da habe ich dann in Forza Motorsport einen 911 Cup damit gemacht. Und in iRacing bin ich das Design auch jetzt schon mehrfach wieder gefahren. Das ist so ein bisschen das PXR Racing Design, was sich so ein bisschen über die Zeit durchgesetzt hat. Und ja, dieses Design hat jetzt so ein kleines Upgrade, ein kleines Farbupgrade bekommen. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Und da, wenn ich jetzt auf die vorhandenen Designs gehe, das immer so ein bisschen lange lädt, denke ich mal, ändern wir das jetzt gerade mal ab. Ich habe nämlich Auto, wo das Design schon drauf ist. Deswegen, Moment, wir machen jetzt mal Trick 7. Einfach nur, um diesen langen Ladebug zu umgehen. Machen wir das jetzt mal folgendermaßen. Ich speichere das kurz mal zwischen. Nicht teilen. Setze kurz alles wieder zurück. Dann ist der wieder Stock. Und dann switchen wir einfach mal ganz kurz auf einen anderen GT3 RS, wo das Design schon drauf ist, was ich meine. Ich habe ja zum Glück 1, 2 GT3 RS in der Auswahl. Mal ganz kurz mal zu Porsche. Ja, ich habe ja zum Glück 1, 2. So. Genau, das ist das Design schon drauf. Und dann machen wir ganz kurz das hier wieder mit drauf. Und dann passt das auch wieder. Und genau, normalerweise ist das Design natürlich auch mit Sponsoren und Sticker und so weiter. Das machen wir aber diesmal gecleant, ohne Großsponsoren, irgendwas. Ja, und normalerweise wäre das eigentlich mit Blau und Rot. Und ich wollte jetzt einfach mal ausprobieren, einfach mal eine andere Farbkombi. Eben dieses ja, Neon-Textmarker Grün-Gelb, was ich zum Beispiel im F1-Let's Play sehr oft verwende. Und eben das Ganze gepaart mit Lila. Finde ich aber auch eine extrem geile Farbkombi. Und deswegen habe ich jetzt gedacht, komm, wenn wir heute eh so verrückt werden, das Fahrzeug eh so extrem krass tunen, weil ich finde, ein GT3 RS auf 700 PS und das ohne Zwangsbeatmung, also ohne Turbolader, das ist schon ein krasses Tuning. Und dementsprechend darf es auch mal ein verrückteres Design sein. Ja, vom Feintuning her, da würde ich auch gerne noch ein paar Sachen einstellen, glaube ich. Deswegen gehen wir mal kurz raus und gucken mal, was wir da so ändern können. Ja, Leistung ist auf jeden Fall mehr als genug da. So, Moment, dann gucken wir noch kurz mal, was wir da noch kurz anpassen können. So, das passt eigentlich. Hier machen wir mal ein bisschen so wahrscheinlich. Hier eher so. So viel Sturz braucht der gar nicht. Das lassen wir mal. Da würden wir sagen, da gehen wir mal ein bisschen runter in der Fahrzeughöhe. Das können wir auch erstmal lassen, vielleicht. Ein bisschen mehr Bremskraft schadet auch nicht. Ein bisschen Sperre ist okay. Gucken wir mal, wie es fährt. Jetzt mal die schnelle Kurve da vorne. Mal gucken, wie es sich so anstellt. Oh ja. Oh ja, doch. Grip ist da. Ja, sehr schön. Dann soll es das gewesen sein vom kurzen Tuning- und Design-Part. Und dann sehen wir uns gleich wieder mit allen anderen Fahrzeugen. Da gucken wir mal, was die so aus ihren, ja, Rohkarossen, nenne ich es jetzt einfach mal, gemacht haben. Und vor allem, was sie auch da für eine schöne Geschichte dazu erzählen können. So, da hat sich doch einiges verändert. Und ja, da war ich ja sogar nicht mal der Verrückteste, was das Design betrifft. Und da dürfen wir jetzt auch gleich gespannt sein, was es da so dazu zu erzählen gibt, warum und wieso es das Design wurde oder die Begründung einfach ist, weil es geil aussieht. Oder so, ähnlich, wie auch immer. Ja, sei es drum, ich würde sagen, wir machen das wie immer beim PS Club. Wir fahren Richtung Trackstrip und dann hören wir uns einfach so jedes Fahrzeug nacheinander an. Ich setze mal eine Gruppenroute. Kann ich überhaupt eine Gruppenroute setzen? Bin ich überhaupt ich weiß gar nicht, wer ist denn hier? Sofort. Du bist es sofort. Ich bin sofort der Gruppenrouten-Mensch. Genau. Jetzt bist du's. Wahrscheinlich schickt das Ding uns über die Autobahn. Das war klar, aber Autobahn ist lame. Ich will nicht über die Autobahn fahren. Okay, pass auf, wir machen das folgendermaßen. Wir fahren. Okay, da schickt uns wahrscheinlich das Auto über die Autobahn. Ja, ist egal, welche Route ich jetzt mache, er schickt uns immer über die Autobahn. Okay, dann machen wir es anders. Dann fahren wir. Schickt uns auch über die Autobahn. Was ist denn das?
Okay, wir machen keine Gruppenroute. Doch, ich mache eine Gruppenroute. Aber wir fahren nicht die Gruppenroute. Ich sag, wo lang wir fahren. Ha! Doppelte Verwirrung. Ich fahre jetzt erstmal vor mit Andi und dann bin der ja mal bei schönstem Herbst wieder hinterher fahren. Mit 700 PS durch den Matsch. Ja, das ist der Plan. Easy, kein Problem. So, wir fahren da lang, glaube ich. Vielleicht kriegen wir auch gleich eine neue Route, dann gucken wir mal. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, Timix, komm mal vor. Ich bin unterwegs. Erzähl mal was. So. Lass mich raten, so, gib mal ganz kurz Gas. Also, nach meinen Fachkenntnissen würde ich jetzt behaupten, da sind bestimmt so knapp über 700 PS verbaut, oder? Das ist absolut richtig, 513 ja. kW. Ja, das ist ja, wie ich das hier wieder ne, gleich erkenne. Ja, wunderbar. Okay, der Spaß, es musste jetzt sein, sorry. Ja, komm, hau raus. Ja, ich wollte einfach mal eine schöne Corvette bauen. Hab mich für die von 2009 entschieden, für die ZR1. Und designtechnisch wollte ich was Schlichtes haben, schön in Grau, mit weißen und blauen Akzenten. Und natürlich Hacker drin geblieben. Okay. Okay, cool. Genau. Mehr ist es nicht, oder? Mehr ist es nicht, nö. Okay. Ja, und weil wir gerade bei Corvette sind, würde ich sagen. Ja, Andi. Ja, ich war nicht, ich bin auch nicht sicher, wo Timo hin will. Oh. Ja, ich bin mir auch nicht sicher, wo er hin will. Auf ist schon drin. So, Andi bringt auf jeden Fall das schöne Wetter mit. Das ist gut. Ja, Corvette C7 Z06, einer meiner absoluten Traumwagen. Duelliert sich da gerade ein bisschen mit der C8 Stingray um den Nummer 1 Spot. Und tatsächlich hier am Tuning hat sich so quasi. Ich fahre einfach geradeaus, bis du sagst abbiegen, ne? Ach so, abbiegen. Nein, Spaß, war weiter. Schwierig. nee, Tuning hat sich tatsächlich überhaupt nichts getan, außer die Leistung eben. Da sind wir jetzt bei über 700 PS knapp. Und ich finde die Corvette Z06 eigentlich sonst Fahrwerk, Bremsen und so wie sie ist, perfekt. Deswegen hat sich da nichts getan vom Design her. Wäre es halt schon ein Träumchen, mal wirklich so ein Animotorsportfahrzeug in echt in der Garage stehen zu haben. Und deswegen auch mit dieser Lackierung, die auch relativ schlicht ist, was mir halt einfach gefällt. Ja, ist ja auch cool. Lieber weniger ist meistens mehr, wie man so schön sagt. Ja. Sieht auch vor allem cool aus, auch mit dem Chevrolet-Logo da so integriert auf der Seite. Ja, ist dir auf jeden Fall gelungen. So. Ja, wunderbar. Dann Acid macht auch schon Druck da hinten mit seinem Lambo. Ja, so viel Druck macht er nicht, weil in der Tat ist beim Tuning ein Saugmotor geblieben. Mit den Turboladern wäre das definitiv zu viel geworden. Der Lambo hat eine Leistungssteigerung von 470 auf 518 kW und ansonsten ist nicht viel passiert. Noch ein paar Performance-Parts und ein anderes Fahrwerk. Und vorne rechts. Jawohl. Und ja, es wurden nochmal 46 Kilo Gewicht rausgenommen aus dem eh schon leichten Huracan per Verbande. Das sollte für ein spaßiges Ergebnis sorgen. Warum habe ich das Auto ausgewählt? Nun ja, Lamborghini ist eine coole Marke. Mag ich eigentlich so seit Kindheitstagen und der Huracan Performante ist mal einer von den neuen, der mir da ein bisschen mehr gefällt. Mehr gibt's auch gar nicht zu erzählen. Und was die wenigsten wissen, er ist Montana Black Fan und deswegen kommt das eine zum anderen, aber das ist jetzt, muss niemand genauer wissen. Ne? Du hast mich geoutet, furchtbar sowas. Ah, achso, das durfte ich, okay, Entschuldigung. Ja, nee, ups. Das durfte ja keiner wissen, ja, ups. Kann ja mal passieren. Oh so, Gott. Der wird auf jeden Fall jetzt erstmal Massencrash gebaut. Und so Grüße gehen die Millionen dahin. Wir müssen ausweichen können, Leute. Also bitte nur euch dann vor Weg herstellen. So, ja, und da wir gerade den Huracan hatten, würde ich sagen, machen wir noch den E8 gleich dazu. Den V10-Bruder so ein bisschen. Da hatten wir uns ja letztens erstmal noch drüber unterhalten, dass so ein bisschen schade ist, dass Audi eigentlich keinen so richtigen Gegenstück zum Performante hat, ne? Also es gibt natürlich schon so ein paar Special Editions oder so, aber so richtig so ein Performante quasi Brüderchen gibt's eigentlich nicht, aber egal. Gecko will was erzählen. Ja, von Österreich nach Deutschland an, einen Audi R8 geholt, schnell zum Up drüber, ein paar Tuning-Teile reingeklatschen. Wir fahren nach Rude. Folie drauf, dich. Okay. Ja, und warum Audi? Also, besonderer Grund, oder?
Den R8 habe ich, als er schon rausgekommen ist, eigentlich wunderschön gefunden. Von der Bauform her und weil er auch mal ein, sag ich mal, als Lamborghini-Jäger gehandhabt wurde. Na, ist ja auch quasi ein halber Lambo, also ist ja die gleiche Basis, ja. Das ist aber auf jeden Fall cool, ja. Ja, schade, dass die Ära des R8 halt leider zu Ende geht bei Audi. Das ist so doof, dass TT und Audi R8 abgesetzt wurde. Aber ja. Ne, auf jeden Fall cooles Fahrzeug. Sehr, sehr schön. Dann, ja, wenn du nichts mehr zu sagen hast, dann. Ja, jetzt wurde Lamborghini oft genug gesagt, dann darf auch der Musilago mal her. Ja, Lamborghini Musilago. Ich sag mal so viel, ich feiere das Fahrzeug schon damals, als es in Need for Speed Most Wanted von 2005 drin war. Eins meiner absoluten Lieblingsfahrzeuge. Gab damals zwar noch leider nicht das Whitebody-Kit im Spiel, aber ist egal. Gab andere. Aber ja, hat das, wie man unschwer erkennen kann, das Whitebody-Kit von Liberty Walk bekommen. Ein paar andere Felgen, ein bisschen tiefer gelegt. Leichte Leistungssteigerung. Natürlich auch für die über die 700 PS. Und ja. Ich mag das Fahrzeug halt einfach, weil es halt einfach, finde ich, ein schickes Design hat. Ja. Mehr gibt es, glaube ich, dazu nicht zu sagen. Okay. Dann, wen haben wir denn noch? Takoda, komm. Ja, dann. Nissan Skyline R34 GTR V-Spec 2. Eins der ersten mir bekannten Autos, was ich damals auf YouTube tatsächlich als HKS-Variante mit über 1000 PS wir fahren da links hören durfte, war für mich erstmal der lachende Turbo, falls ihn jemand kennt, der HKS R34 und, oh sorry für den Lag. Wird deine Pfütze verschwunden? Ja, Frame Drop des Todes. Nein, aber für mich einer der ersten und natürlich bekannt durch die Fast and Furious Filme, für mich eins der geilsten Tuner-Cars der Welt. Ich war immer wieder drauf und dran, ich habe nichts gefunden, was ich dann jetzt in meinen Träumen meines 15-jährigen Ichs gefunden habe, was man tatsächlich kaufen kann. Rechts hier. Ich habe versucht, ein Design zu finden, was so nah wie möglich an den HKS kommt. Das Einzige, was sich unterscheidet, ist eigentlich, dass das Blau eigentlich mal schwarz war. Und ein wirklich wahnsinnig geniales Fahrzeug, was mich durch meine komplette Jugend begleitet hat, als 33er, als 34er, als 35er, durch die Studienzeit dann. Und ja, für mich einfach ein Traumfahrzeug, was hoffentlich kein Traum bleiben muss, aber momentan einfach durch steigende Preise immer ein Traum bleiben wird. Wohin? Raus. Gut. Ja, das so. Deshalb halt die HKS-Variante mit dem lachenden Turbo. Und ja, er lacht hier so ein bisschen. Ja, Turbo ist immer ein bisschen schwieriges Thema hier, was Turbogeräusch angeht. Ja, sehr cool. Sehr schön. Dann Super Noob. So, also zu meinem Auto, wir haben ja vorhin einen normalen M5 gesehen, weil wir leider im Spiel den M5 CS nicht drin haben, was so mein Lieblingsauto bzw. mein Traumauto ist, weil ich finde einfach, das ist ein wunderschönes Auto geworden. Und dann noch mit der CS-Variante, was ja früher schon für Leichtbau und Leistung stand und für den Nürburgring, wie die Dichtens und alles Mögliche bei BMW. Und ich finde das Auto einfach sensationell und dann auch noch die Möglichkeit von Allrad auf Reinheckantrieb umzuschalten, ist halt ein Traum. Und bekommen hat er Upgrade-Lader und einen größeren Ladeluftkühler. Und lass mich raten, über 700 PS. Richtig. Ja, hier vorne rechts. Ja, auch cool. Also bis jetzt sehr, sehr coole Aufbauten, auch zum Teil ein bisschen verschiedene Ansätze. Ist halt natürlich, dass alle irgendwo bei 700 PS sind, was ja der Club hermacht. Ja, dann würde ich doch mal Vince mit seinem SL65 Black Series nach vorne bitten. Der hat nämlich vorher ja noch eine SLK gehabt, das hat er jetzt umgebaut auf einen SL. Ja, das hat mir ein bisschen nicht gefallen, das musste geändert werden. Ja, das ist richtig. Ja.
SF65, ich meine, bei der PS-Stärke habe ich so Ruhe Power gedacht, und da ich so ein Mercedes-Fan bin, war für mich damals so die ersten Wagen, was ich so von Mercedes kennengelernt habe, so der SL mit seinem V12, so dieses Thema brachiale Power einfach. Und dementsprechend auch in den Black Series Varianten, ob es jetzt in diesem Orange, Schwarz oder Weiß-Schwarz ist, für mich so auch so ein bisschen so Prestige, weil es ja auch den SL jetzt so ja auch nicht mehr gibt. Und einfach, ja, mit diesem verbinde ich einfach so richtig diese Ruhe, Gewalt einfach mit diesem V12 drin. Das ist einfach ein wunderschönes Auto. Ja, da kann ich einfach auch nur zustimmen, finde den SL auch sehr, sehr geil. Genau, da ist es so meine Wahl für heute gewesen. Ja, sehr cool. Dann haben wir auf jeden Fall noch irgendwo ein GTR gehabt. Ja, den wir ja auch nicht missen wollen. Ich habe nur ein Problem, ich sehe den R34 nicht, deswegen tut es mir leid, falls ich den mal rammen sollte. Alles gut. Achso, deswegen hast du den in die Hauswand geschossen. Also. Naja. Doch, das wäre das nicht was. Ja, ich habe mich für einen R35 entschieden, den ich mir sozusagen ausgeliehen habe vom lieben Flo. Das ist ein Kunde von mir im echten Leben und für den habe ich dieses Auto gestalten dürfen in Forza Horizon 4. Und dann haben wir das Design praktisch in die Realität gebracht. Um hier jetzt beim 700 PS Club mitspielen zu können, hat er praktisch einmal Upgrade-Lader und Ladeluftkühler bekommen. Ein bisschen tiefer und andere Felgen. Und ja, das ist die Nummer 5, die praktisch so vom Spiel dann ins echte Leben gekommen ist, und deswegen da die ganz persönliche Bindung tatsächlich heute mal auch im PS-Club für mich. Ja, ist auch ein geiles Design, ist dir auch super geil gelungen, finde ich. Also ich finde, das ist so, es vereint so ein bisschen das Verrückte, aber auch trotzdem irgendwie das Schlichte, finde ich. Also ist jetzt so ein Design, was jetzt auch in der Realität, wenn das jetzt so fährt, man jetzt nicht gleich so sagen würde, oh, was geht bei dem oder so, ne? Also es ist schon sehr, sehr dezent, aber trotzdem genau. Aufgrund der Farbe mit dem Seitenmatten, ja, dann im echten. Ich bin ein großer Fan von diesem Kupferfarbton, ich wollte es gerade sagen. Ja. Also ja, das echte Auto ist es halt geil, ne? Brutal aus. Das ist dann auf Metallic gedruckt, das schimmert dann so richtig krass. Ja, einziger Unterschied zum echten Auto ist praktisch, dass der echte noch keine Felgen hat. Das wollte er aber noch richten. Deswegen habe ich das schon mal vorgegriffen. Und der echte hat ein Carbon-Ducktail anstatt dem richtigen Flügel. Aber das Ducktail bekommen wir leider nur beim 17er Modell. Und das hier ist der 12er Black Series als Basis. Dementsprechend geht es leider in-game nicht. Und der in der Realität hat auch 700 PS oder weniger? Ein bisschen weniger. Glaube aber ich. Trotzdem Leistungssteigerung. Genau, der hat auch eine Leistungssteigerung auf jeden Fall drauf, aber nicht ganz so stark. Aber der macht bestimmt noch mehr, spätestens jetzt. Ja, und was auch viele nicht wissen, der Flo, dem der GTR gehört, der ist natürlich Astronaut und arbeitet bei der NASA. Nein, der arbeitet tatsächlich bei Mercedes. Ah, okay. Und macht, macht die Grafiken für Navis. Okay, sehr gut. Ja, warum auch nicht? Man muss ja nicht beim Hersteller das dann auch fahren. Also das ist ja alles, da ist man ja völlig frei. Also auch für die, die das jetzt nicht mitbekommen haben, Stuy bringt tatsächlich Designs von den Spielen in die Realität. Und das ist auf jeden Fall eine sehr coole Sache auf jeden Fall. Und deswegen, ja, wie gesagt, persönliche Bindung dazu. Und das finde ich ja im PS-Club eigentlich immer so die geilsten Geschichten, wenn man da auch wirklich so ein bisschen was persönlich dazu noch erzählen kann. So, dann, ich glaube, das kleinste Fahrzeug heute in der Bande hat Darius. Und deswegen, komm. Erzähl mal. Der ist gar nicht. Ja, wo ist er denn? Ja, warte. Wo ist denn der? Ah, ja, da. Ha, verarscht. Im doppelten Sinne. So. Ja, komm, hau raus. Genau, ich habe mich für den Nissan Titan, halt Titan Warrior heißt er ja hier im Spiel, entschieden. Einerseits halt bin ich sowieso ein Nissan-Fan. Und zum anderen war es das halt ein Auto, in das ich mich sofort verliebt habe, weil ich sowieso so ein Pickup-Fan bin. Also zumindest von den ganz Großen. Und ja, der Titan ist irgendwie, ja, der vereint so ein bisschen, man sieht so ein bisschen auch halt, dass es ein Nissan ist, andererseits halt wirklich amerikanisch. Ich habe ihn tatsächlich umgebaut, damit er noch amerikanischer ist, auf einen V8 mit Kompressor. Normalerweise hat er einen V6, ne? V6? Oder? Ja, genau, ein Diesel V6. Jetzt halt ein Benziner V8 mit Kompressor. Ja, 6,2 Liter halt den großen, damit er auch vorwärts kommt.
wiegt immer noch seine stolze 2 Tonnen, also da hat nicht viel gebracht. Und ansonsten ja ein bisschen tiefer gelegt tatsächlich, weil der ist Serie 65 cm hoch. Wir fahren außen rum rein. Ja, das ist ja für deutsche Straßen nicht unbedingt notwendig, hier in Großbritannien. Ja, auch jetzt ein bisschen übertrieben. Ja, gut. Und ansonsten der Design geändert, weil er hat ja so ein Elbkönig-Design im Originalen. Ist übrigens auch die Forza Edition wegen den Motorswap. War ich mir nicht ganz sicher, ob das bei einer normalen Variante auch geht hier in Forza. Ja, und ja, ich. Bitte? Ja, hättest du ja testen können, hättest du ja Zeit gehabt, aber ist okay. Also ist ja egal, ob jetzt Edition oder nicht. Das ist ja. Ja. Und ich würde ihn tatsächlich dann auch im Weiß bevorzugen, weil ich bin nicht so ein Fan von dunklen Autos, gerade im Sommer nicht. Und ja. Okay. Ansonsten ist soweit alles Serie. Ja, und halt tiefer gelegt. Also würdest du den auch so in den Real Life auch lieber tief haben als, ne, weil normalerweise sind ja solche Pickups auch eher bekannt, dass sie doch ein bisschen auch hoch sind oder halt auch diese ihre Offroad-Fähigkeit halt irgendwo noch haben. Ja, also wie gesagt, der ist halt trotzdem immer noch über 40 cm hoch. Also es findet auch die großen Reifen. Der hat jetzt die Felgen habe ich jetzt, stimmt, die habe ich noch vergrößert auf 22 Zoll. Und es sind halt gefühlt Abrollumfang von 30 Zoll Reifen. Also das macht halt auch viel aus bei dem Auto. Der ist halt immer noch hoch wie ein Bus. Ja. Also er überragt auf jeden Fall alle heute. Das kann man glaube ich schon mal so sagen. Ja. Und ich wollte auch mal was anderes nehmen als immer nur so eine sportliche Fahrzeuge. Das stimmt. Ha, ja, und wenn man da eine Bindung dazu hat, wenn man das geil findet, dann ist das auch perfekt. Auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Dann fehlt, glaube ich, noch H2O. Ja, hier den 992 Carrera S. Ja, ich habe mal von 450 auf 700 PS gerade mal verdoppelt. Ansonsten habe ich Allrad reingemacht, weil ich persönlich eher Fan vom 4S bin, anstatt vom S. Und sich die 700 PS deutlich besser mit Allrad auf die Straße übertragen lassen. Was? Das erzählst du mir jetzt, wo ich keinen Allrad-Einbau gemacht habe bei meinem 911er? Ach, ich dachte, es wäre Standard bei dir. Nein, nein. Nee, aber bin ich völlig bei dir. Also, wenn ich einen Carrera, dann finde ich auch den 4S eigentlich echt am attraktivsten irgendwie. Also, ja, wenn man die Wahl hat, irgendwie mit Allrad und so. Klar, der Purist würde jetzt sagen, muss Hinterradantrieb sein, aber ja, sehe ich jetzt nicht so. Aber ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ich fahre da rechts rein. Okay. Ja, ansonsten, haben sie alle geschafft, oder? Nee, ich habe mal schon geguckt, ob es einen erwischt, aber leider nicht. Okay. Ja, ansonsten, gibt es sonst noch was zum Fahrzeug oder einfach nur? Persönliche Bindung jetzt nicht. Ist ein schönes Fahrzeug. Okay. Ja, das auf alle Fälle. Ja, wunderbar. Dann bleibt noch ich übrig. Ist, glaube ich, ein offenes Geheimnis. Porsche allgemein, aber natürlich Porsche 911 GT3 RS Baureihe 901.2 ist mein Stand heute noch immer absolutes Traumfahrzeug, finde, also das Non-Facelift ist schon Bombe gewesen, als der dann aber rauskam, sowohl die GT3 als auch eben die GT3 RS Variante, war ich sofort verliebt. Das kann ich jetzt zum Beispiel beim 992 GT3 nicht behaupten, der ist ja mittlerweile auch schon draußen, der hat mich jetzt nicht so gecatcht, also es sind Elemente da, die ich geil finde, aber nicht rundum, da finde ich dann tatsächlich den GT3 eben vom 991.2 und eben den GT3 RS tatsächlich einen Ticken noch geiler. Mal gucken, was dann der 992 GT3 RS dann kann. Vielleicht löst er den dann mal noch ab. Aber wie gesagt, Stand jetzt ist er das immer noch mein absoluter Liebling. Ja, und warum und wieso heute im 700 PS Club und warum und wieso so komplett abgespaced, getuned? Naja, ich musste den jetzt in diesem PS Club fahren, weil es blieben nicht mehr viele andere PS Clubs übrig. Ich habe mich da, glaube ich, irgendwo vertan. Heute hätte auch, finde ich, ganz gut ein GT2 RS gepasst, aber nee, der kommt, wie gesagt, heute nicht dran. Deswegen, mein Liebling musste auf jeden Fall in einen der PS-Club-Folgen drankommen. Und vom Design her, wer schon ein bisschen länger dabei ist, kennt das Design in den Grundzügen schon damals in Need for Speed Payback kreiert. Wurde dann in Forza Motorsport übernommen. Dann gab es ja einen 911 Cup, der mit dem Design gemacht wurde und so weiter. Das ist im Prinzip mittlerweile schon so dieses mehr oder weniger Standard PXR Racing Design. Heute allerdings mit einer leicht anderen Farbgebung. Statt dem Blau
Rot, diesem 3D-Fehldruckeffekt heute mal mit Lila und diesem Textmarker Gelb. War sowieso schon länger mal eine Idee, das einfach mal so ein bisschen in die Richtung abzuändern, einfach mal eine andere Farbkombi auszuprobieren. Und ja, jetzt so auf dem Weg hierhin, finde ich, hat sich das schon ein bisschen bewährt. Ist mal was anderes, finde ich eine geile Kombi. Und gerade das Textmarker Gelb-Grün, ja, kommt ja des Öfteren bei PXH-Fahrzeugen vor, zum Beispiel beim 918, den ich ja mal gemacht habe, oder eben beim F1-Let's Play. Und ja, that's it. Einfach komplett verrückt ein bisschen und als Basis eben mein absolutes Traumfahrzeug. So, damit sind wir durch. Und dann würde ich sagen, machen wir ein Track Race und dann kommt der verrückte Part des PS-Clubs. Noch ein Track Race. Genau. Und crazy. Noch eins. Und noch eins. Oh nein. Und eins im Rückwärtsgang. Und noch eins. Das reicht uns nicht. Ausgangslage ist ja quasi gleich, alle um die 700 PS. Ist aber jetzt, ist hier jemand seriennah eigentlich jetzt geblieben? Deshalb habe ich jetzt gar nicht so richtig, glaube nicht, ne? Also ich sag mal, ich bin, glaube ich, der seriennahste Tuner, den es gibt. Ich glaube fast, dass ich mit den 670 PS was am nächsten dran war. Also, ja, ja, aber es war keiner, also einer muss noch einen nehmen übrigens. 524 kW, also. Scheiße, ich hab verlassen. Es wird immer weniger. Dann über die Karte nachschauen. Über die Karte nachschauen. Wo haben wir es denn? Karte und dann LB, glaube ich. Ja, über LB ist mir schon klar, aber ich sehe jetzt nur Spieler, ich sehe kein Event. Ja, ja. Ich kann es ja hier abbrechen. Also oder kannst du verlängern? Ich kann verlängern, ja, ich verlängere mal. Ja, warte mal. Deine Chance. Nee, was ich meinte, es gibt ja beim PS-Club immer Tuning-Fahrzeuge und seriennahe Fahrzeuge. Und da haben wir ja. Glaube nicht. Oder? Nee. Also getuned haben heute alle, ne? Ja. War aber auch schwer. Also ich fand jetzt nicht, dass es so viele Wege gab, da jetzt einen Serien aus. Ja, gut, ein Aventador, oder? Hätte man quasi. Ja, gibt ja allgemein so ein bisschen aus. Weil GT2 ist, wie ja schon gesagt wurde, 27 ist, glaube ich, auch noch drin gewesen. Pistol. Ja. Ach, ja, der Pista wäre. Ah, okay. Der Pista hat auch 27 PS, soweit ich weiß. Der hat genau gleich viel Leistung wie der 27, ja. Der Performante hat ja wahrscheinlich nur wenig Leistung gekriegt, oder? Ey, der Performante hat nur ein bisschen Leistung bekommen, ja. Und zwar genau, warte, ich kann es dir sagen, 48 kW mehr. Ja, so okay, ein bisschen. Ja, gut, beim Musielago ja auch, der hat ja 670 schon in der Basis, also, ne, deswegen. Das hier musste auch nur so 20. Ja, aber 48 kW ist bei dem. Oder so, aber 48 kW mehr ist bei dem Performante jetzt technisch gesehen überhaupt kein Problem. Ja, kommt halt drauf an, was du halt änderst, ne? Also mit einer Zwangsbeatmung ist es, ja, glaube ich, schon krass, rein, aber das baust du ja auch nicht mal so mir nichts hier nichts einfach ein. Ja, also. Mit einer Zwangsbeatmung bist du bei den VC-Motoren ja schon ganz an, ja. Ja, bei 700 800, PS, 850, 900, PS, genau. Ja. Genau. Und dann fahren die ja noch nicht mal viel Ladedruck dabei. Ich wollte gerade sagen. Ich bin ein großer Fan davon. In der Realität gibt es ja einige, die einen R8 beispielsweise mit einem Kompressor ausrüsten statt einem Turbo. Finde ich mega geil. Ja. Ist auch sinnvoller tatsächlich, weil der Turbo das Ding einfach nur zerstört eigentlich. Yo, Timo Noss, oder was? Komm, Timo hat richtig Noss. Nee, Vince. Scheiße. Wurde es doch. Also ich hätte ja mehr, aber mal her. Ja, irgendwann dann. Ja, hallo, jetzt hat er richtig geschoben, Alter. Hast du gesehen, Alter. Das war es war jetzt aber bis zum 5. richtig knapp, hä? Heißt Allrad. Boah, ich hätte fast gewonnen, ne? Oder weißt du, wo der Allrad war hier? Ja. Junge. So, genug aber jetzt der ernsten Worte und des seriösen Tunings, wobei seriöses Tuning haben wir heute sehr weniger am Start gehabt. Jetzt kommen wir wieder zum spaßigen Part und da mal folgendes uns heute ausgedacht. Und zwar, wer als erstes im Festival ist, alles ist erlaubt. Los geht's. Boah, Leute, ich bin doch mal. Nein, Spaß. Nein, wir bleiben tatsächlich hier am Flugplatz, denn der Flugplatz bietet uns ein paar Rämpchen. Also ein paar Rampen. Oh. Und wir machen heute tatsächlich, also wir haben es kurz, wir haben quasi für jede Disziplin so einen kurzen Namen gegeben und der nennt sich heute Trickshot. Oh Gott. Im Prinzip ist es aber folgendes, wir geben was vor und ja, man muss es quasi, jeder kommt nach der Reihe dran und hat quasi, sagen wir mal, ein paar Versuche es zu schaffen und wenn man es halt geschafft hat, dann hat man es geschafft, dann ist man erstmal raus und dann ja, sind die anderen dran. Ich würde sagen, jeder hat
ja, keine Ahnung, 3-4 Versuche. Mal gucken halt, wie wir durchkommen. Wir wollen ja nicht nur einen Trickshot versuchen und uns dann da ewig aufhalten. Also wenn es jetzt der ein oder andere dann auf Dauer nicht schafft, dann machen wir halt trotzdem weiter. Aber ich glaube, wir schaffen das alle. So schwer sind die nicht. Wir fangen tatsächlich mit einem ziemlich einfachen Trick an. Ich würde einfach mal sagen, am besten fahrt ihr mal alle hier zu dieser Rampe und guckt es euch mal an. Also ich versuche es jetzt mal vorzumachen. Ich, keine Ahnung, ob ich das jetzt gleich hinkriege. Ich versuche euch einfach zu erklären. Aua. Aber jetzt steht ihr am besten mal hier hin. Ihr könnt dann gerne auch die Drohne oder so nutzen, wenn ihr hier steht. Dann seht ihr es vielleicht besser. Und ich fahre mal kurz davor. Und zwar seht ihr ja diese drei Rampen hier, die so quasi hintereinander aufgebaut sind. Also die erste Challenge ist schon mal, dass ihr von der einen Rampe zur nächsten kommt und von der einen wieder zur weiteren, also dass ihr zur dritten Rampe kommt. Das eigentliche Highlight ist allerdings dann, was nach oder mit der dritten Rampe passiert. Also ihr müsst, glaube ich, auch gar nicht so viel Gas geben. Die Sprünge schafft ihr relativ easy. So, am besten bremst ihr mal ein bisschen an. Und was ihr jetzt schaffen müsst an dieser Rampe, ist quasi ein Purzelbaum. Es geht darum, wie ihr das macht, ist egal. Ihr müsst nur am Ende euch einmal quasi entweder vorwärts oder rückwärts überschlagen haben und müsst wieder auf allen vier Rädern landen. Aber jetzt nicht mit Fullspeed, so in der Luft, sondern das soll schon so ein bisschen so ein, ja, ein bisschen peinlicher irgendwas sein. Deswegen mal gucken, ob wir das halt hinkriegen. Ne, das ist zu wenig. Also ihr merkt schon, man muss schon deutlich langsamer das Ganze machen. Und ja, das machen wir jetzt, jeder nacheinander. Und deswegen würde ich sagen, auf geht's. Und dann gucken wir mal, wer es hinkriegt und wer nicht. Und ich hoffe, ich kriege das relativ fix hin. Ja, super noob, so halt nicht. Erstmal alle blockieren und dann keiner schafft den Sprung, ja. Siehst du? Erster Sprung schaffen schon alle nicht. Ein bisschen Anlauf muss schon sein. Das, ich glaub, man muss ja auch erstmal antesten, mit welcher Geschwindigkeit man da drauf fährt. Da muss ich vielleicht darauf einigen, dass wir das nach dem anderen dann machen. Ja, wir haben sich zuerst mal gesagt, ich bin Parkplatz besuchen. Ja, bist du auch. Danke. Oh, geht's so, Timo Kock? Ich bin Andis Parkplatz, der hat mein Leben Bedeutung. Das ist irgendwie traurig, wenn's. Sonst kann ich auch keine Zeit sein. Komm mal drüber, Chris. Geil, nein! Ne? Ray, ich helf dir, warte. So, oh! Ja, ich helf. Oh, na, nicht ganz. Nicht ganz auf dem Dach gelandet. Der Vinz hat mich aus der Karte gehauen. Ja. Alpin, weg da! Alpin? Ich seh mich auf 34. Irgendwie will ich mir das eher angucken, wie selber machen gerade. Alpin, das geht nicht ganz. Ich glaube, ein bisschen Schwung muss man schon haben, sonst wird's schwierig. Ich hab mich gerade einfach auf den Alpin abgerollt. Ich glaube, das ist auch in Ordnung. Jo, danke. Ja, ich stehe. Ja, first throw. Nein! Ja, nice, Andi. Ja, ich glaube, die den Motor vorne haben, haben es prinzipiell, glaube ich, ein bisschen einfacher. Aber ja, so viel dazu. Ja, du musst halt erstmal in die Rolle reinkommen. Ich glaube, ein kurzer Radstand ist hier eher. Komm mal kurz durch dich durch. Ja. Wo bin das, ich denn jetzt gespawnt? Da macht heute, glaube ich, keiner. Zumindest so, dass es sinnvoll wäre. Die Durchhartzeit. Okay, ich bin gerade hängen geblieben an der Rampe. Ich muss mal Fahrwerk hochschrauben. Ja, ich stelle mich halt gerne auf andere. Einer? Das war jetzt halt fast klar, dadurch, dass es Andi mich blockiert hat, ja. Hänge ich jetzt einfach. Ich hänge im wahrsten Sinne des Wortes. Hab ich dich befreit? Es spawnt hier oben wieder. Ja, warte, ich probiere. Jo, jo, Nico! Ja, doch. Ja, mich dreht sich ganz bisher als Einzige geschafft. Also, ich hatte jetzt einen halben Purzelbaum und drei Flüsselten. Nein, ich stand nicht gerade. Ich stand Kerzen gerade, das war's. Achso, ja, so eine Kerze hab ich auch gemacht. Ich bin einfach über dich rübergerollt. Leute, schaut doch mal auch ein bisschen, wo ihr hinfahrt, statt die Leute damit auch rumzuschieben. Wollte sie nicht mehr. Bei mir sind alle durchsichtig. Also ich stehe gerade in allen drin. Ja, die Corvette ist so flach, das funktioniert nicht. Keine Chance. Break. Ich leg mich halt aufs Dach, das ist ja nicht. Ah, nein! Oh Gott! Sorry! Andi legt sich dazu. Ja, ich bin einfach zu schwer. Oh, ich ganz einfach funktioniert nicht. Entschuldigung. Ja, vielleicht ist die Rampe auch zu flach, ne? Vielleicht müssen wir doch ein bisschen eine höhere Rampe finden. Nee, geht nicht. Geht ich wollte mal auf Dach bei manchen Autos gehen. Oh, scheiße. Ich wollte gerade sagen, danke. Oh ja, Stewie, warte. Also, das ist die Rampe irgendwie fast rückwärts, bisschen, also dass mich der Motor praktisch jetzt wieder einmal rumzieht. Das wäre meine Idee. Nein, ah, fuck. Okay, das also es ist hängt. Weißt du, ist die Form, das war geil, oder? Der hängt an der Wand. War. Ich krieg nicht den Motor. Liegt am Dach. Nee, Spider-Man ist ja Audi gesponsert. Ja, komm. Ja, nee, Ende. Warte, Ray, ich helf dir. Okay, warte, doch ich nicht. Ich mal kurz zur Seite. Vince, lass mich zur Seite.
Alter, du Penner! Hey. Entschuldigung, aber ja, nee, aber jetzt mal echt. Ihr habt dich doch wieder hingelegt. Was ist denn mit Nein, dir? Nein, danke. Mal. Entschuldigung. Ja. Okay, ich versuch mal was anderes. Nee, das geht nicht. Es geht? Mario? Nein! Ich glaube halt, was vielleicht funktionieren könnte. Aber dafür musst du richtig Speed haben, warte, da probiere ich mal. Nein, Alter, ich hab ich mach's mal rückwärts. Ja, ich glaube, Alter, glaub, ich weiß, was Andi vorhat. Dass du quasi so aufditchst und Martin, dann so. Ach so, ja, stimmt. Moment, ist das egal? Ray, warte. Ja, das ist ich meine quasi, dass du mit der Hinterachse auf die Kante der hinteren Rampe aufschlägst. Ja, komm, nein, nein, ich brauch mehr Schwung. Das sehe ich uns, Andi. Also ich hab's geschafft, ich war der Erste. Ich hab's auch gepackt, dann gewinnt. Ja, jetzt wirst du die Sau nicht mehr unten hinstellen. Ja, die Idee war nicht schlecht. Ja, hinbekommen habe ich's gerade, Andi. Aber ein bisschen weniger, ich hätte auf die Geschwindigkeit achten sollen, die ich Nein, hab. Da steht einer! Supernu, warum stehst du da rum? Ich komm nicht durch, die ist auf mir gewinnt. Aber wie geil das einfach synchron war. Oh Gott, da ist die Rampe. Bei Vince war's eben so, ich bin auf Vince drauf gelandet und hab voll den Flip gemacht und konnte mich dadurch dann halt weiter. Hi. Irgendwas höre ich. Wie auch mal. Oh Gott. Frage ist nur, wie viel kmh man braucht. Bitte nicht. Oh Gott. Nee. Also, Timo, hier mal als Tipp: Es bringt dir nichts, diese Schanzen zu überspringen. Ja, ich hab's ja schon geschafft. Ich glaube, das ist für mich der einzige, wie es funktioniert mit der Corvette. Also das geht halt nicht. Ich hab noch eine andere Idee, aber. Vince, soll ich dir nochmal helfen? Ja, stell dich mal da unten hin, mach dich mal nützlich. Alpin, willst du dich nochmal da unten hinstellen? Vielleicht klappt es dadurch. Also auf der rechten Seite stehe ich. Ja, okay, tschüss. Nein, nicht so schnell! Tschüss. Grex, ich hab schon. Boah. Ich hab schon! Ja, Mann! Boah, Stewie! Du Verrückter. Vince, ich gehe rechts. Das war ein Dreisprung hier, aber mit doppeltem Überschlag. Nein, wieso hängt der da oben fest? Alter, das ist ja echt wie so eine Spinne hier bei mir. Ich möchte nur mal kurz erwähnen, die Anzeige war, die erste Herausforderung ist leicht. Ja, das Schlimme ist, als ich das in der Probe gemacht habe, habe ich das quasi First Try geschafft. Deswegen bin ich jetzt gerade... Side Barrel? Ah. Okay, also ich muss mich anders hinstellen. Super, nur stell dich mal quer hin. Sandu genau. Für James Bond. Oh Gott, nein, Darius, oh Gott. Ja, das heißt ein bisschen weniger. Ich sehe gleich ein Geodreieck, ich sag's euch. Ja? Ja, nein, jetzt glitscht der durch. Du musst dich direkt Okay, ich probier's jetzt auch nochmal, einfach voll zu gut. Komm. Geh mal weg da. Jo. Okay, das ist so geklappt. Tschüss. Scheiße, das hilft auch nicht, wenn einer hinten reinspringt. Ja, dann steh ich mitten im Weg. Stehst du auf der Tele? Ja, ich hatte ja gedacht. Ja, ich steh im Runde. Zählt es mir mal kurz auf. Jetzt, Vince, jetzt ist deine Chance, jetzt ist alles frei. Du musst halt am Ende wieder auf den Reifen stehen. Nein! Also, ich war zwischen 177 und 158 auf der zweiten Reifen. Nee, länglich geht nicht. Nein, länglich geht nicht. Vince, du musst einfach nur langsamer machen. Okay, oder so. Ja! Jawohl! So nehmen. Nicht schön, aber es hat geklappt. Ist das ein Punkt, wenn ich den Kurs zum Überschlag gefunden habe? Danke. Komm, ich will es nochmal einmal in schön schaffen. Jetzt, Vince. Ich fühle mich nicht ganz vollendet, so wie ich es geschafft habe. Und? Nein! Das Auto ist zu schwer. Also ich habe es geschafft, indem ich Alpin von der Rampe... Mach mal rückwärts. Der V12 ist vorbei. Ja, Vince, deswegen rückwärts. Ja, genau, Vince, du musst dich praktisch auf seinem Dach einmal einhaken. Nein! Nein! Ja? Easy! Das krieg ich jedes Mal. Das war ein schöner Überschlag. Aber jetzt, wenn Vince das rückwärts macht, muss ich mich hier hinstellen. Ab. Wieso steht ihr immer da unten? Das ist doch dumm! Geh doch da weg! Nee, dadurch, dass sorry, da aber, stand, ich den aber wenn ihr jedes Mal da unten steht, dann blockiert ihr das doch von allen anderen. Nein, eben nicht, weil wenn du drauf landest, dann fliegst du wieder weiter. Ja, Ray, ich hab ein fettes Auto. Ja, das ist mir doch egal, was du hast. Ich hab da gefühlt 10 Zylinder mehr, die ich da übereinander bewegen muss. Ich möchte jetzt nochmal mit meiner Taktik probieren, weil mein Anlauf gerade war nicht schlecht. Boah, Junge, du bist komplett bekloppt. Boah, Alter. Alter, Timo ist halt einfach 10 Oh Mann, Leute, geh doch da weg. Ja, Vince muss jetzt allein packen. Der Timo hat es jetzt noch nicht verstanden. Weil ich lande auf euch drauf und dann geht's nicht weiter bei mir. Jetzt ist gerade frei. Jetzt kannst du. Ja, jetzt klappt's nicht. Ist auch nochmal was. Da ist doch viel zu viel Anlauf. Oh Gott. Ich probier's auch nochmal auf die Variante. Ich weiß was.
Ray, versuchst du irgendwie ein bisschen mehr mit dem Heck? Ich hab's ja schon geschafft. Es war noch nicht so ganz überzustarten. Optisch war es noch nicht ganz schön. Nee, seitlich. Okay. Fuck, ich sehe die Rampe nicht. Wo ist die Rampe? Da ist die Rampe. Oh Gott, das war zu weit. Was ist denn die Speed-Variante, bitte? Ups. Das war die ganze Zeit, wenn du mit dem Heck genau auf der Rampenspitze aufkommst und dann ich hätte gerade fast eine Rückwärtssalto gemacht. So, nee, doch nicht. Dass du praktisch mit deinem Hinterteil so aufditscht, dass es das nach oben haut. Das wollte ich gerade probieren, aber das klappt das nicht. Die Handbremse oder was? Na, das war ein Tacken zu schnell. Nein, du musst einfach nur so auf der dritten Rampe aufkommen, dass dein. Ja, nicht so. Dass dein Hinterteil nach oben geschleudert wird. Zu wenig. So, dass. So wie wenn du losfahren würdest. Ja, danke schön. Perfekt, jetzt war's schön ausgeführt. Jetzt war's schön ausgeführt. Ich glaube, ich stelle mich einfach da oben hin. Da ja, ist Rohr erlaubt. Einfach mal komplett das Rohr abschießen. Ich glaube, ich Hauptsache Überschlag und wieder auf den Reifen aufkommen. Nehmen wir noch ein bisschen mehr Anlauf, glaube ich. Nein! 2-3 km weniger brauche ich. Stehst du, Vince? Nein! Ja, ich stehe da. Oh, links oder rechts? Nein, du. Das ist viel zu wenig Anlauf, glaube ich. Ja, da nehme ich mal von ganz hinten Anlauf an den. Okay, jetzt bin ich durch die Rampe durchgeglitscht. Weißt du, wie sieht es eher aus wie so ein Flipstein auf dem Wasser? So plump, plump, plump. Nein, lass mich doch da oben stehen. Okay, du winst, du bist wieder links, okay, warte. Jimmix. Warte mal. Ja, fast. Fast. Moment. Ja, Scrax macht's jetzt auf den Rädern landen. Ja, Scrax hat's auch geschafft. Zum zweiten. Du bist schon ein Wilko. Nein, weich doch nicht aus. Ja doch, wenn man Vince jetzt richtig wegkickt, dann könnte er ja auch so einen Seitwärtsspin bekommen. Okay, Darius, das ist dein Job. Darius, du brauchst bloß Gewicht. Das ist. Nee, ich hab's einmal geschafft, das reicht mir jetzt. Ich hab's dreimal geschafft, das reicht, ja. Vince, du stehst auf der rechten Seite. Hauptsache ein Überschlag. Ey, ob seitwärts, vorwärts, rückwärts, scheißegal. Und auf den Rädern. Gottes Willen. Ja. Und Vince! Ja, okay, dann hast du gerade. Ich glaube, du musst quasi eine Hälfte deines Fahrzeugs schon so quasi auf die Rampe runterhängen lassen, dass quasi der Seitwärtsdrall kommt. Dann könnte es funktionieren, ja? Oh, Zug. Oh, H2O, ja! Oh, was er macht! Guck mal, was er macht. Vince, gib Bescheid zu meinem. Ey! Scheiße, Vince. Warte, H2O macht das nochmal. Ich stelle mich mal ganz vorne, dann müsste ich eigentlich überflippen. Vince, sag Bescheid, wenn du stehst. Ernst? Willst du auch versuchen? Ja. Du willst helfen. Da, ja, mach mal einfach. Fahr mal parallel, wenn Vince steht. Dann treffen wir nämlich auf jeden Fall. Ey, ja. Ey, Darius, ich stehe. Oh ja, da würde ich auch helfen. Ich auch. Vince drauftreten. Ja, vier Leute über die eine Rampe, sicherlich nicht gut. Ey, du hast es doch geschafft, oder nicht, Christian? Nee, ich hab's nicht geschafft. Der stand mal auf der Seite, aber ich hab keine kurze Bahn. Darius hat's geschafft. Easy. Das war über beide. Nein, sogar. Vince, stehst du? Ja, nee. Jetzt. Warte. Also alle, die es geschafft haben, mal bitte, ne, auf die Seite stehen. So. Ich hab nur Darius geholfen. Oh, nee. Ja, so. Nein! Nee. Oh! Ist es da vorne, frei oder gammelt ihr da immer noch auf der Rampe? Nein, das ist immer noch. Warte mal. Ja. Immer noch der Vince. Nein! Der Vince, ich glaube, du musst echt mit beiden Rädern drüber hängen. Was er jetzt macht, weiß ich auch nicht. Das wird nicht funktionieren. Doch, jetzt. Ja, unten rein. Unten rein. Ja, mit Vollgas muss einer kommen. Sonst macht das ja keinen Sinn. Ach komm. Ja, Nico, Vollgas, dein scheiß BWE passt. Okay, ich würde sagen. Vollgas? Okay, warte. Ich würde sagen, ein Versuch jetzt noch und dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu. Junge! Alter. So. Vince, sieh's einfach ein, dein Auto ist einfach zu fett. So. Ja. Oh, das will sie nicht überschlagen. Ja, ich muss zielen, weißt du nicht, dass ich wirklich drüber springe. Naja, komm nochmal in den Dreh. Er schiebt den einfach rüber. Gut, okay, das hat. Leider nicht so geklappt, wie es in der Probe war. Deswegen hoffe ich jetzt mal, dass das nächste ein bisschen besser klappt. Und zwar, das ist, glaube ich, so ein bisschen obvious choice. Ihr könnt gerade da, wo ihr seid, glaube ich, da müssen aber alle in den Drohnenmodus gehen, sonst kann ich es schlecht vorführen, weil ich brauche die Rampe hinter uns. Und zwar, im Prinzip ist es ganz einfach. Barrel Roll muss erreicht werden. Oh Gott. Und zwar mit der Rampe hier. Ja. Okay, vielleicht nicht auf dem Ding drauf landen wie ich. Dann hätte es vielleicht jetzt auch im Vorführeffekt gleich geklappt, ja.
Ja, Darius. Oh. Also ich denke, das dürften die meisten relativ fix hinkriegen. Lass mich mal bitte wegfahren. Ja, danke. Oh, yo, ich hab's. Perfekt. Und ich lande sogar auf allen Vieren. Nein, ich hab's nicht. Achtung, ich komme. Wir alle gleichzeitig losfahren, das wird niemals funktionieren. Oh, ja, das ist... Chris. Alpin! Ja, ihr müsst auch immer... Die gewisse Reihenfolge, funktioniert heute auch nicht so. Ja, Alter. Stell dich doch nicht dahin. Ja, oh Gott. Halt bis oh, Timix! Oh jetzt Gott, aber. Ja, sorry. Nein! Land einfach nur irgendwie. Ja, okay. Es war eine Barrel Roll, ja. War auf jeden Fall dazwischen. Ja, müssen wir auch wieder gerade auf den Rädern landen, oder nicht? Das ist auf jeden Fall. Du machst so eine perfekte Barrel Roll. Ja, eine perfekte. Ja, ja, okay, dann ja, machen wir eine perfekte. Ja, aber das, dann brauche ich dann brauchst du aber nicht so viel Anlauf, wie er da immer nimmt. Das ist viel ich zu viel. Bin auch. Bei mir hat's geklappt. Oh, Andi. Andi, sehr schön. So nämlich. Achtung. Ja, sehr schön. Lotarius vor allem. Acid 9? Und der andere, der Alpin Gecko, auch nicht. Ja, mich hat ein Timo überholt und mir die Linie geklaut, weil da musste auch noch dran vorbei. Nicht, nein! Oh Gott! Boah, Nico! Zählt das? Ja, das zählt sogar so doppelte irgendwie. Das Problem ist, mein Auto ist zu hecklastig dafür, um das perfekt zu landen. Ja, nee, ich hab einen doppelten Frontflip gemacht. Nee, Timo zählt nicht. Was war das denn, Timix? Oder Vince, was war das? Das zählt doppelte Barrel Roll mit Backflip? Das zählt das auch Barrel Roll mit Backflip. Ja, ja. Ja, ja gut, das kriege ich auch hin, aber das ist ja nicht dann der. Alpin Gecko, nein. Jawohl! Jawohl! Nein! Mal, nein. Glaub ich anders. Oh, komm! Ich dachte, ich kann da drüber fliegen! So, Jungs, okay, nochmal. Ich mach jetzt in YOLO. Max, Achtung! Ich dachte, ich kann da drüber fliegen. Oh Gott, Tagoda! Oh. Never mind. Was ist da passiert? Da hab ich auch mehr Anspielst du nie, wenn ich da drüber fliegen kann. Oh! Und Takuta. Nein! Takuta hat. Also, das ist zurück. Yes, baby! Boah, Timo! Oh, oh Gott! Yes. Wohin? Nee. Timo, fang mich! Bei OS einfach hin. Da hab ich aber keinen Grip mehr gehabt. Oh. Jawohl, komm! Dreh dich! Jawohl! Jawohl! Ja, Skax, oh, Ray. Oh, Ray, das sieht gut aus. Nein, doch nicht. Nee, das war. Und aufs Dach. Das war, irgendwas war das, aber nicht das. Jetzt aber! Hey, aber so das sauber. War oh ja. Ja, aber. Ja, ich brauche nicht so viel Anlauf. Das ist klar, aber das bist du. Ja, komm, ich probiere es noch ein bisschen besser. Das war nicht so. Das Problem ist, bei mir ist zu viel Gewicht auf der Hinterachse. Das funktioniert leider nicht. Ja, das Problem habe ich leider auch. Also, ich hab. Doch, wenn es jetzt nicht klappt, kann ich nicht. Mach halt eine Barrel Roll und danach verliere ich. Habe ich. Ja, das kannst du vergessen. Zu viel Gewicht auf der Hinterachse. Oder ich muss deutlich langsamer einfach. Achtung! Ja, dass also ich bevor das Ding nach hinten kippt. Achtung! Okay, ich mach einfach einen Backflip. Das war eine Punktlandung, Timo. Ich hab einfach... Oh Gott! Boah! Wohin? Du fliegst noch weniger Schwung, Nico. Du brauchst weniger Schwung. Ich hör auf einmal nur so ein V8 über mir kreischen. Ah, hat 2 Uhr die Trockenübung gemacht? Oh, ja. Nein, jetzt mach ich irgendwas, aber nicht das, was ich muss. Esther, du warst nah dran. Ja, der Einzige, der es nicht immer. Nee, also dann auch das selbe Problem. Der Lambo mag das auch nicht. Also die es schon haben, bitte nicht mehr, ne? Weil sonst ist hier viel zu viel Auflauf hier gerade. Also, okay. Ja, ich stehe hier. Oh, jetzt aber. An, wie ihr fliegt. Oh, ja. Perfekt. Ja, das zählt. Nico, der war gut. Jetzt hat er schon gut aus. Jawoll. Ja, ja, war gut. Ja. Okay, Timo, Timo ist einfach weg. Ja, Timo, irgendwo in Space. Timo hat das doch schon mal geschafft. Also Project Rocket war eigentlich ich, ne? Aber okay. Chris war gut. Der ist abgekommen. Also Timo ist halt auf den Rädern bin ich jetzt schon die ganze Zeit gelandet, aber eine Barrel Roll macht er nicht. Ja, der will sich einfach da drehen, der Bursche, ne? Du triffst die Rampe halt vermutlich nicht richtig. Also Timo ist halt irgendwie... Doch schon, in sämtlichen Winkeln, aber... Also ich würde behaupten, ihr braucht alle nicht so viel Anlauf. Also ich hab's auch, je weniger ich genommen habe, desto besser war es. Also hätte ich das nochmal mit weniger gemacht, dann wäre es wahrscheinlich sogar relativ perfekt gewesen. Ja, perfekt. Oh! Ja, war fast eine Doppelte. Das war zu viel Schwung. Die Leute mit Frontmotor... Guck mal, das... Hat mal jemand eine Pinzette, damit ich mir das Gras aus den Zähnen ziehen kann? Also der Frontmotor, der macht so einen halben Backflip, aber der macht trotzdem laut Spiel eine Barrel Roll. Ja, ja, klar, laut Spiel kriegst du die relativ easy. Da hätte ich jetzt, glaube ich, bei jedem... Aber dann perfekt. Ja, Chris, sehr schön. Oh, das zählt. Ja, das zählt, wunderbar. Damit haben es alle.
Ja. Ja, ja, perfekt. Dann ja, kommt mal wieder ans andere Ende der Landebahn. Dann kommen wir jetzt schon zur finalen Disziplin. Ja, und cool, da sind zwei Ausführungen tatsächlich erlaubt. Mal gucken, welche von beiden ich euch vormache. Ich weiß selber noch nicht, welche. Und zwar... Sorry. Folgendermaßen. Lasst mal mir ein bisschen Platz hier. Auch wieder für die Rampe. Wir haben da vorne zwei Rampen. Die entscheidende ist... Also ist eigentlich egal, ob ihr die linke oder die rechte nimmt. Entscheidend ist dann nur wieder die Rampe diagonal gegenüber. Also fahre ich jetzt auf die linke, dann ist die rechts dahinter interessant. Und zwar... Der Trick ist, ihr müsst auf der Rampe höchstwahrscheinlich mit der Handbremse versuchen, das Fahrzeug in den Spin zu bekommen. Ihr dürft auf den Containern aufditschen, aber ihr müsst quasi entweder rückwärts oder mit einer 360-Grad-Drehung auf der anderen Rampe wieder runterfahren oder drauf landen. Gott. Was? Ja. Alles klar. Also ich versuch's mal euch vorzumachen. Geht erstmal die Drohne, dass ihr seht. Das hat lustigerweise in der Probe auch zweimal mehr oder weniger direkt geklappt, deswegen fand ich, mal gucken, jetzt klappt es wieder, Vorführeffekt klappt wieder gar nicht. Eigentlich wolltest du auch was ganz anderes austesten eigentlich. Ja, aber dann fand ich die Idee noch cooler und dann, ja, tun wir jetzt einfach mal. Nein! Ja, ein bisschen zu weit. Bisschen zu weit, aber ja, man muss die Rampe treffen. Ja, aber ihr habt es, glaube ich, verstanden. Ja. Also ja. 360 ist auch okay, wenn ihr mehr Spin schafft, aber 180 ist okay. Rückwärts fahren ist auch in Ordnung. Welche Rampe ihr nutzt, ist egal. Nur es muss halt diagonal dann. Lass mal fliegen. Das müssen wir auf jeden Fall in Reihenfolge machen, sonst crashen wir uns in der Luft. Ja, ja, das muss jeder nacheinander machen. Ich brauche noch nicht viel Anlauf. Und alle gleichzeitig. Oh, ich hab's gepackt. Ja. Ah, nein, zwei Meter neben der Rampe. Nicht mal. Das war ja mal perfekt. Also ich bin durch. Ich hatte die 360 Grad drin, aber zu weit rechts. Flogen, Hilfe, Hilfe. Oh Gott, Darius. Alles gut, Vince. Ich hätte dich frontal getroffen. Ich bin ganz sanft rückwärts abgerollt. Falsche Rampe. Hallo. Oh Gott, Anni, Anni! Anni! Was willst du von mir? Jawohl. Haben wir beide? Nee, Alter, ich habe nicht getroffen. Rechts runter wieder. Wir haben uns beide parallel in der Luft getroffen. Oh Gott, Timo, wo willst du hin? Hä? Ich hab perfekt getroffen. Sorry, ich hab dich gerade. Ja! Ja, oh! Genau so bin ich da auch. Nice. Rein. Richtig gut. Vince! Au. Also, wie gesagt, ihr dürft auch aufkommen auf den Containern. Entscheidend ist dann halt, dass ihr auf der Rampe. Ja, ist ein bisschen zu schnell. Das sieht so geil aus. Yes, Baby! Hab es. Das sieht so geil aus, wie die Autos da so einfach so rumfliegen. Ist so gut. Ich stelle mich auch für diagonalen Rand, aber bei der Bremse. Ja, wenn ihr zurückfahrt, einfach recht mittig fahren. Ui. Ah. Ja, fast du Vince. Komm schon. Nein. Das war fast verhungert oben auf den Containern. Ja, ich bin auf den Containern in den Container reingeglitscht. Ah, fast, Gecko, fast. Waren die wieder ein bisschen zu schnell? Nein. Vince bleibt da mitten in der Luft stoppen. War zwar ein 360, aber die zweite Rampe nicht getroffen, ne? Kurze Frage, wenn du den 360er schon hast, wenn du auf dem Container aufkommst, zählt das auch? Ich glaube, das lasse ich jetzt mal zählen. Ja, wenn du danach auf der Rampe wieder landest, wenn du es schaffst, ja. Ein bisschen oder weniger Speed. Oh, ja. Ich stelle mich oben hin. Greg, du bist zu flach, glaube ich. Hopp. Die Container mobben mich. Ich muss am Ende auf der Rampe landen. Ja, dann mache ich nochmal neu. Ja. Das ist ja das Entscheidende. Ah, der war auch faszinierend. Ich bin einfach auf den Container aufgekommen und gestoppt. Boah, weißt du, jetzt schaffst du quasi diesen Spin von vorhin mit der Bell. Also, beides auf einmal erledigt. Ja, alles auf einmal jetzt. Das ist die Königsdisziplin, alles auf einmal schaffen. Ich hätte so perfekt getroffen, aber war knapp zu langsam. Mir ist gerade der Pylon entgegengeflogen, ich dachte, das wäre ein Auto. An dir noch zugucken auf einmal. Also, das krass sich aus. Alter, Gecko, sehr geil. Ah, ich finde solche Sprung-Challenges einfach immer so geil im PS. Komm, zwei hoch. Ja, das zählt. Jawohl, Alter. Das ist der SL, wie ich ihn will. Er hat das schon wieder zu viel Spin, mein Gott. Ich lasse das bei mir erzählen. Ich glaube, das hat ganz gut geklappt. Lass mal das gelten. Ach, guck mal, das. Wenn das ein Slide auf der Rampe ist. Boah, Andi. Oh, glaub ich. Entschuldigung, Ray. Hey. Entschuldigung, Ray. Entschuldigung.
Oh, 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 oh. Wow. Das war ein Gott. Das ist das vierte Mal, wo der Scrax gefallen ist. Nice. Alter, war der schön. Der war richtig. Das ist auch so richtig befriedigend, wenn das klappt, ne? Ja. So geil, wenn du dann perfekt auf der anderen Lampe landest. Du hast es doch schon geschafft, warum machst du das nochmal? Ich hab's nicht ganz so geschafft. Also, ich weiß nicht, ob das zählt. Ich bin halt nur am unteren Ende aufgekommen. Also der Trick war jetzt, glaube ich, am Ende echt reicht nicht das? Zu viel Hand. Oh, Nico. Nein. Nee, genau, weil sonst kommst du zu weit irgendwo hin oder so. Ja, was heißt, wenn ich zu viel Hand reichen würde? Wenn ich meine Playmobil-Autos irgendwo rumschmeißen würde, ne? Das ist das selbe Prinzip gerade. Ja, sieht so gut aus, ja. Kurze Frage, reicht das, wenn ich mit zwei Reifen würde? Nee, muss schon runterfahren. Muss halt die Rampe halt schon runterfahren. Ja, okay, das habe ich nicht gehört. Oh, der ist es jetzt. Oh Gott, Swin. Oh, nee. Andi, jawohl! Ja, das zählt. Also man könnte ihn schon zählen lassen, auf jeden Fall. Ja, okay. Ein bisschen ja. Alter, bist auf der Rampe gelandet und bist runtergerollt. Ja, das passt schon. Genau so hat es bei mir ausgeschaut. Clear. Wer, ich? Nein, oder? Du nicht. Okay. Ja, tschüss. Also, du machst andere Tricks. Dich fange ich. Ja. Also, ein paar Worte, das ist da drauf. Nico. Sieht einfach so lustig aus, wenn die Autos da so hergeflogen kommen. Weißt du, der R32 kennt sich ja mit so Sprüngen ja eigentlich aus, aber... Ah, ja, es war nicht schlecht, aber es war ein bisschen zu zentral. Oh, super Noob ist zählt, ja. Ich hab den Flip nochmal gemacht. So, und jetzt schön zu euch rollen. Na? Da brauche ich aber mehr. Möchte mal irgendeiner ausrechnen, wie viele Millionen Euro hier jetzt heute gerade durch die Gegend fliegen. Jedes Mal, wenn sich einer überschlägt, muss er neu gekauft werden. Ja, klar. Oh, ein bisschen zu zentral, ein bisschen zu weit. Nice! Das sah richtig geil aus. Hat Dakota gerade gerettet. Ja, das war gerade das Safe des Tages. Ja, aber es sah halt richtig cool aus, ne? Kommst du, Alpine, jetzt? Ja, das schafft ihr noch, komm. Da gehen wir auch gerne in die Overtime der Folge. Solche eleganten Sprünge. Nice! Der Audi macht's mir nach! Genau so habe ich's auch gemacht. Stui! Stui macht's auch nach! Ja, der war drauf, oder? Der war drauf. Ja. Der war drauf. Den ersten bin ich runtergeslidet. Auf der Kante. Der ist sehr auf deine Stoßstange gerutscht. Stui war stets bemüht. Ja, eben. Also, Sui, Abzug in der B-Note, aber er kriegt fürs Tuch. Okay, wunderbar. Ja, das soll es gewesen sein mit den Trickshots. Also ich finde das immer irgendwie total lustig, wenn man solche Sachen ausprobiert. Das erinnert auch wirklich an die ursprünglichen PS-Clubs in Horizon 2 zurück. Und das war ja auch die Idee. Und ja, wie gesagt, wir haben ja noch zwei PS-Clubs übrig. Der 200 PS-Club und vor allem der 1000 PS-Club. Und ich kann jetzt schon mal versprechen, da wird auf jeden Fall was zurückkehren, was wir damals in Horizon 2 in einem PS-Club gemacht haben. Und was, glaube ich, so viel Gelächter und so viel Tränen gab es, glaube ich, noch nie in einer Horizon-Folge wie damals. Und deswegen freue ich mich da natürlich schon riesig drauf. Und vielleicht war das ja schon mal so ein kleiner Vorgeschmack auf das, was da kommt. Aber, das ist noch Zukunftsmusik. Ich bedanke mich recht herzlich für alle, die dabei waren. War auf jeden Fall wieder eine richtig geile Folge. Die PS-Clubs sind einfach so ein bisschen was anderes. Gerade am Anfang, die erste Hälfte, so ein bisschen diesen Bezug zu den Fahrzeugen, wie sie aufgebaut sind. Und dann halt einfach dieser komplette verrückte zweite Teil der Folge immer. Hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht. Vielen Dank an alle, die dabei waren. Checkt auf jeden Fall die anderen Sichten aus und ja, vergesst auch ein Däumchen nach oben nicht, wenn es euch gefallen hat. Wir sagen tschüss, wir wünschen euch ein wunderbares Restwochenende. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.